Geht's mir nur so oder ist der Typ total komisch? Wie dem auch sei, lass uns mal schauen, ob was Cooles im Fernsehen läuft. Weißt du was, ich denke, ich werde jetzt schnell mal duschen. Cool, dann schaue ich mal, was ich währenddessen anschauen kann. Lass mich wissen, ob es sich so anfühlt, als wärst du unter einem Wasserfall. Was für ein seltsamer Typ. Danke, ich bin bald zurück. Duschen war oben gewesen, ne? Oder kann ich auch hier duschen? Do you have insurance? Do you have a dog? No? Well, you're in luck, because here at Larry's Auto Insurance you're in luck. Rescue Dealership, we have it all. Buy a dog, and then buy a car. Ich wollte unbedingt oben duschen. Okay. Okay. Die Musik auch, ne? Die macht's nicht besser. Alter, dieser Jumpscare von gerade eben, ne? Der macht mich immer noch fertig. So ist das. Ne, das ist der Waschraum. Wo war nochmal die Dusche? Ah, hier. So schön zumachen. Ziemlich große, große Kabine, ne? So. Los geht's. Wischen, wischen die Waschi. So sind wir schon fertig. Alter. Das war gerade laut. Kein Jumpscare! Ich hoffe, ich bin nicht nackt. Sonst wird unser Freund noch geil. So. Bist du gerade von alleine aufgegangen? Kein Jumpscare, bitte. Hey, Harp, sieh dir das an. Ich habe die Angel im Schuppen gefunden. Lust, uns aufs Abendessen zu fangen? Jetzt, wo du es sagst, das wäre eine coole Sache als Ergänzung zu diesem Trip. Ja, es ist schon kalt draußen, theoretisch, ne? Also, sie hat schon recht. Komm schon, Harp. Was könnte diesen Trip noch cooler machen? Unser eigenes verdammtes Abendessen fangen. Ich denke, es könnte schon ganz lustig werden. Scheiße, ja. Komm mit. Im Schuppen habe ich noch eine Angel gesehen. Dann können wir es beide mal ausprobieren. So, ein bisschen angeln. Wieso ist der Keller offen? Komm schon, Harp. Hier geht's lang. Ja, warte. So, dann hole ich mir jetzt auch erstmal meine Angel. Musik wird ein bisschen entspannter. Willst du die andere Angel mitnehmen, Harp? Ja, gib mir eine Sekunde. Oh, wow. Ich habe gerade ein super geiles Rezept für gebackene Karpfen gesehen. Aber wir müssen drei Karpfen fangen. Hast du das Zeug für diese Herausforderung? Ja. Naja, zuallererst brauchen wir den richtigen Köder für die Karpfen. Sieh dir mal dieses Infoboard für Lockmittel an. Wenn du bereit bist, hol den Karpfenköder und dann lass uns zum Bach gehen. Wir fangen heute ein paar Karps, Harps. Haha. Bitte mach keine Reime mit meinem Namen, lass mich den Köder holen. Um näher ranzugehen. So, war natürlich alles in Englisch. Okay, wir haben jetzt mehrere Köder. So, wir haben einmal Walleye, Smallmouth Bass, Brook Trout. Wir brauchen Carps, ne? So, Brassen, Pike, Chub, Goldfisch können wir auch fangen. Ey, wo sind die Carps? Hier sind keine Karpfen. Ah, da kommen Carp. So, das ist Sweet Corn. Golden Lure. Okay, Sweet Corn. Da ist es. So. Und ich brauche noch eine Angel. Um an Angels. Okay, Ernte. Ach so. Hä? Drücke MT, um einen Haken zu. Welchen Haken?
Ich hab doch nicht mal einen Angel. Bin ich bescheuert oder was? Drücke RMT. Ich hab da oben rechts gerade die Anzeige gehabt, aber jetzt sehe ich gar nichts mehr. Ich kann das auch nicht mitnehmen. Check's nicht. Okay. Jetzt klappt es. Ich konnte gerade eben die Angel nicht nehmen. Warum auch immer. Und irgendwie ist mein Köder auch verschwunden. So, oh wow. Ich habe gerade ein super geiles Rezept für gebackene Karpfen gesehen. Aber wir müssen 3 Karpfen fangen. Hast du das Zeug für diese Herausforderung? Klar. Naja, zuallererst brauchen wir den richtigen Köder für die Karpfen. Sieh mal diese Infoboard für Lockmittel an. Wenn du bereit bist, hol den Karpfenköder und dann lass uns zum Bach gehen. Wir fangen heute ein paar Karps-Habs. Haha. So, lass mich den Köder holen. So, das ist alles noch gleich geblieben, ne? So, Common Carp, Golden Lure. So. Jetzt war das hier. Perfekt. Ja, ich hatte vorhin einen kleinen Bug gehabt. Ich konnte irgendwie die Angel nicht aufheben, warum auch immer. Und deswegen ging das auch mit dem Bait nicht. So. Jetzt angeln wir ein bisschen. Was jetzt so ein richtiges Minigame wird? Oder ob wir nur sitzen werden. Ich hoffe, die Karpfen beißen heute an. So. Erklärt das da aufstehen. LMT zum Werfen. Das war zu weit weg zum. Okay. Ich weiß auch gar nicht, wie das geht. Wenn ich jetzt zum Schlagen. Gut. Das Pirat, der muss in dem Bereich bleiben, ne? Oh, das war easy. So, Blue Jill ist kein Karpfen. Den behalten wir. Das ist ein toller Fisch, aber wir sind heute auf einer Karpfenfangmission. Wir den einfach wieder zurück ins Wasser. Okay. So. Oh, Alter, das war verdammt weit. Wahrscheinlich dauert es jetzt so lange, bis ich 3 Karpfen habe, ne? Ich glaube, ich mache Folgendes. Ich cutte das, glaube ich, raus, weil theoretisch, das müsst ihr euch nicht angucken, alles. So, das ist ein guter Fang, habe, aber... Aha, ja, ich weiß. Komm, gib mir den letzten Karpfen. Der letzte Karpfen, gib ihn mir. Ich brauche letzte Karpfen, das hat schon lange genug gedauert. Ja, come on, Carp, das war the last one. Yeah. Alles klar, Harp. Sieht aus, als hätten wir 3 Karpfen. Willst du zurück ins Haus und sie in den Ofen werfen? Lass das machen. So, genug geangelt. Aber das hat jetzt echt mega lange gedauert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe jetzt zwischendurch auch nochmal den Köder getauscht, weil mit dem... mit dem Maiszeugs da habe ich irgendwie nichts gefangen. Also ich habe schon was gefangen, aber nicht Karpfen. Jetzt habe ich einfach mal auf Käse umgeswitcht und da ging es deutlich besser. Kann ich die Sachen hier wieder zurücklegen? So, weil ich denke mal nicht, dass ich die wieder brauchen werde, ne? Achso, nicht, kann man auch was machen. Boah, die Musik war wieder so bedrohlich, Alter. Weil die Musik beim Angeln war gerade so schön gewesen. So, oh. Das ist ein Bild, verbirgt sich hier drunter. So eine schöne Mannstaffelei hier. So. 3 Karpfen. Was machst du Schönes draus? Während ich die Fische sauber mache, willst du schon mal mit der Marinade anfangen? Na logo. Nimm einfach eine Schüllen und schmeiß alles zusammen rein. Muss Ingwerpaste, Speiseöl, schwarzer Pfeffer, Salz, italienisches Gewürz, Paprika und Joghurt. Da Fug. Uno momento. Ja, kein Selfie. Ach, verdammt, ich hab vergessen, Blitz auszumachen. Kann man das lesen? Ja, das kann man lesen. Wunderbar. So, haben wir Screeny gemacht. Schon dabei. Okay. Also, was haben wir?
Erstmal brauchen wir eine Schüssel. Ah, und eine Stirn. Ach so, okay. Ja, gut, da hätte ich mir nicht die Arbeit machen müssen. So, Salz und Pfeffer. Salz und Pfeffer liegen zusammen hier. So, Italian Seasoning. Italienisches Gewürz. Ist das hier? Garlic passt es. Knoblauch. Brauchen wir Garlic? Ja. Weiter. Was ist das? Hier kann ich nehmen. Paprika. So, Salz, 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 Salz ist nicht hier. Da haben wir noch was. Salt. Pfeffer. So, Olivenöl und Joghurt. Olivenöl und Joghurt. Joghurt ist, denke ich mal, im Kühlschrank, oder? Frozen Joghurt. So, Olivenöl. Kommen Olivenöl. So, da. Nee. Doch. Oder? Ist das? Keine Ahnung, mach ich einfach rein. was eine Pampa. Alter. Was machst du da? Was machst du da? Ich schneide jetzt das Gemüse. Willst du währenddessen schon mal den Fisch in die Auflaufform legen und ihn marinieren? Bin dran. Okay. Hier rein, ne? So, 2 Carbs, Marinade, Veggies. Aber ich habe 3 Karpfen. Karpfen, Karpfen, Karpfen. Und zack. Und zack. Marinade, Veggies. So, Marinade haben wir hier. Und Gemüse. Kannst du jetzt das Gemüse dazu tun? Ich habe gelesen, dass es 30 Minuten bei 200 Grad backen soll. Ja, Mann. Hast du gut gemacht. So. Geil. Heute gibt's schönen Fisch. Diese Karpfen werden fantastisch schmecken. Das glaube ich auch. Oh, ich habe irgendwie schon ein bisschen Hunger. Während wir aufs Essen warten, wie wäre es mit ein paar Brettspielen? Ich habe ein paar im Zimmer neben dem Wohnzimmer gesehen. Ich denke, wir könnten. Welches? Nimm einfach das, was dir gefällt. Kannst kaum erwarten zu sehen, was du nimmst. Ich habe da ein paar im Zimmer neben dem Wohnzimmer gesehen. Okay, lass mich mal sehen. Im Zimmer neben dem Wohnzimmer. Meint er jetzt den Raum hier? Ah, Tatsache. Ouija. So, wir haben hier einmal Whisper. Aber ganz ehrlich, geht das? Es geht. Power Stack. Mal hier. Schachmatt. Mega Round. Kartopoli statt Monopoly. Ey, komm, wir nehmen Ouija, oder? Komm, wir machen mal Ouija. Da habe ich irgendwie Bock drauf jetzt. Ob hier irgendwas passiert. Komm. Nicht das Brettspiel, was ich jetzt so erwartet habe, aber. Oh, wow. Das ist ein Ouija-Board. Molly hat mir mal erzählt, wie sie mit ihrer toten Großmutter durch so ein Board geredet hat. Ich kann ihren spirituellen Bullshit nicht ausstehen. Hey, erinnerst du dich noch, wie komisch sich Rick wegen dem Keller verhalten hat? Wie wäre es, wenn wir das dort unten ausprobieren würden? Das ist eine super Idee. Nein, das ist keine super Idee. Na dann, lass uns gehen. Okay, Ouija-Brett im Keller, geil. Hast du mal hier Tür zugemacht? Ist die Eingangstür auch zu? Hast du schon Angst? Halt's Maul. Nur die Türen alle zu sind. Nicht, dass wir hier noch eine Überraschung kriegen. Da bin ich, da bin ich. Geh ruhig runter. Ich lass dich allein. Pass auf die Spinnen auf dort unten. Okay. Noch in der hintersten Ecke. Ach so. Oh, okay. Weißt du, was das Ganze noch gruseliger machen würde? Was? Lass uns die ganzen Lichter ausschalten und sehen, ob das Ding wirklich funktioniert. Oh, Alter, du hast ja richtig Eier. Wie wär's, wenn ich noch Kerzen anzünde, hä? Kann ich das Ding nicht einfach da hinlegen? Okay.
Die kann ich nicht ausmachen, die schon, ne? Okay, da ist rein. Nein. Okay. Aber das Problem ist, ich sehe kaum was. Wie dem auch sei. Weißt du, wie das funktioniert, Harper? Ja, aber ich sag mal nein, ihr sollt es mir mal erklären, komm. Ich kenne das an sich schon, aber ich will mal, dass mir das erklärt. Also, es funktioniert so. Zuerst legen wir unsere Finger ganz leicht auf das Plättchen. Wir müssen Fragen stellen und die Geister, falls es hier welche gibt, bewegen dann das Plättchen, um ihre Antwort zu buchstabieren. Das ist zumindest das, was mir Molly erzählt hat. Okay. Eine Sache noch ab. Und nimm niemals deine Finger vom Plättchen, bevor wir uns verabschieden. Sonst verärgern wir ein paar Geister, sagte sie. Alles klar. Dann du zuerst. Sind hier irgendwelche Geister? Genau, möchtest du? Sind hier irgendwelche Geister, die mit uns reden wollen? Was ist das? L? Ja, was? Ey, mach das doch richtig! Ich hab nichts gecheckt. Ja! Hör auf! Bewegst du was? Das war ich nicht! Nur am Anfang ein bisschen. Okay. Ich habe eine... Leg los. Wie behandelt dich das Leben nach dem Tod, Kumpel? Ey, mit ein bisschen mehr Respekt. XL. Das passt gar nicht. J. XLJ. Ach so, da muss man auf den Pfeil achten. Weil normalerweise musst du ja eigentlich in einem Kreis reingucken. Da der Buchstabe, der dann da erscheint, das ist dann das, was er buchstabiert. Aber ich habe jetzt nicht... Vielleicht war dieser Pfeil da unten gemeint. Scheiße. Gut, wir achten da mal gleich drauf. Bist du freundlich gesinnt? T, Z, nein, macht keinen Sinn. Ach komm, der bewegt das doch. Bestimmt bewegt er den die ganze Zeit. Ich bin an der Reihe. Na los, Kumpel, gib uns ein Zeichen. Lass uns wissen, dass du hier bist. Alter, übertreib. Ach du Scheiße. Normalerweise glaubt ihr die. Ja, danke, der hat uns erstmal zurückgelassen, der Sack. Feigling. Aber ich würde lügen, wenn ich sage, dass ich mich nicht unsicher gefühlt habe. Okay. Erstmal an der Tür klopfen. Du feige Sau, du hast mich reingelassen. So geht das nicht. Hier unten passiert gerade verrückter Scheißhab. Das war seltsam. Der seltsame Part war, dass du mich allein gelassen hast. Ja, ist so. Du meinst seltsam, wie du mich verlassen hast. Ja, genau so. Was zur Hölle? Hab! Ich hab mir schon gedacht, dass du deinen Arsch auch bewegen würdest. Wäre nett gewesen, wenn du mal nachgesehen hättest. Schon mal vom Kampf oder Flucht gehört? Sydney, es tut mir wirklich leid. Okay? Was auch immer. Oh, Essen ist fertig. Essen fassen. Okay, irgendwas ist gerade in diesem Raum passiert. Der Vermieter hat das auch so merkwürdig irgendwie verstellt, so von wegen, die Mieter dürfen da auf gar keinen Fall reingehen oder sowas, als ob er da irgendwas hat, vielleicht liegt da eine Leiche drin. Ich glaube, unsere Sendung läuft bald. Willst du Fernsehen, während wir das essen? Lass uns das machen, auf jeden Fall, Alter, geil. Ich brauche einen Teller. Ja, danke, dass du für mich auch serviert hast. Sack. So, mmh. Ich hätte auch mal Bock auf Fisch wieder, ey. So. Okay. Fernsehen. Machst du Fernsehen an? Hä? Oder soll ich den jetzt anmachen? This delicacy is very popular in Romania, where mayonnaise flows down the rivers like a mayonnaise water park.
So first, we are gonna prepare the asparagus. Season these with a lot of salt. Ich will so ein bisschen gucken, ob hier irgendwas passiert nebenbei. Weil das ist da Leute interessiert, sag ich. We can start making the chocolate. Take a couple cocoa beans. Cocoa beans. Yes, the cocoa beans need yes. to be blended into the sauce with a little bit of vinegar. Gotta keep that fancy flavor in there. The next thing we prepare is the mayonnaise. Ha, das Essen war wirklich verdammt lecker. Und weil wir die Fische selbst gefangen haben, hat es gleich noch besser geschmeckt. Es war wirklich lecker. Wir sind ein gutes Team, Harp. Hey, wie dem auch sei. Ich muss mal schnell meine Mails checken, habe meinen Laptop oben liegen lassen. Dachte, wir nehmen mal eine Auszeit von der Arbeit. Es hat nichts mit der Arbeit zu tun. Ich warte nur auf die Versanddetails für meinen neuen DS. DS? Ich bin nur DS für was. Bin gleich zurück. Alles gleich, räumen dann hier auf. Alles klar, mach den Aufschlag. Ja, komm, halt's mal. So, er geht jetzt nach oben, ne? Und ich bin jetzt alleine unten. So, Abwasch. Okay. Dishwashing. Teller waschen. Beziehungsweise Geschirr waschen. Waschen, waschen. Wischdiwaschi. Machen wir ein bisschen schneller. So, das hier auch? Ja, das natürlich auch. Oder nicht? Oh. Wieso schreibt er mir? Ich glaube, da ist jemand unter meinem Bett. Jetzt gerade, kannst du hochkommen? Was? Ernsthaft? Unangenehm. Wir haben eigentlich immer noch nicht abgesprochen, wer wessen Zimmer gehört. Ist das hier mein Zimmer? Mach langsam. Mach keinen Lärm, mach langsam. Hä? Ist das hier der Raum oder ist das das andere? Der Sound ist weg. Jumpscare coming. Ich hab's gewusst. Erwischt! Du hast Glück, dass ich dir die Nase gebrochen habe, Alter. Ist so, wirklich so ein richtiger Punch ins Gesicht. Mein gutes Aussehen ist die Hälfte meines Charmes. Harp, mach mir das nicht kaputt. Ich hab dich so dran gekriegt. Das war lustig, oder? War nicht cool. Das war überhaupt nicht cool. Ach komm schon, es war doch nur ein Witz. Lust auf eine zweite Runde? Nächste Runde? Wie wär's mit einer Runde Verstecken spielen? Alter, seid ihr kleine Kinder oder was? Ich werde dir das heimzahlen, okay. Was auch immer du sagst, Sydney Harper. Alles klar, du bist dran. Ich zähle bis 10. Okay, soll ich mich jetzt verstecken? Wo soll ich mich verstecken? Ich entschiebe mich im Keller zu verstecken. Natürlich entscheidest du dich im Keller zu verstecken. Weil es ein scheiß grusiger Ort ist. Oh, nee. Keller, Keller, Keller. Nein. Ich habe kein gutes Gefühl. Hier? Ja, okay. So, ich muss kurz den Rand halten, ne?
Hab dich. Das war doch nicht mal eine Herausforderung. Ich dachte mir schon, dass du gut in diesem Spiel bist, weil ich dich in der Stadt nie sehe. Vielleicht musst du besser schauen. Okay, ich bin jetzt dran mit Verstecken. Du machst besser die Augen zu und fängst an zu zählen. Ich habe ein schlechtes Gefühl mit dem Versteckspiel, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube irgendwie gleich, dass der Mike eventuell abkratzen wird. Eins, zwei, Poli, zwei, drei, vier, Groin Idee, fünf, sechs, alte Keks, sieben, acht, gute Nacht, 19, schlafen gehen. Okay. So, bereit oder auch nicht, ich komme jetzt. Aber sowas von. Richtig hart. So, Vorsicht. Ich will immer auch da rein. So. Wo könnte sich der Typ verstecken? Versetzen wir uns mal in den Mike hinein. Wo könnte jemand wie Mike versteckt sein? Der Gardine? Nein. Im Garten? Ich glaube, wir spielen nur im Haus, oder? Im Jetzt ist einfach mal Büro. Ich lege noch meine ganzen Brettspiele. Na, wo bist du? Ich weiß schon. Okay, der ist wahrscheinlich irgendwo oben dann. Ich weiß nicht, dass er draußen ist. Oh, jemand hat einen Wagen umgeparkt. Cool. War wahrscheinlich der Vermieter gewesen. Ich hab jetzt voll Schiss wegen dem Affen. Ah, gefunden. Das mich erschreckt. Warte mal, Hab. Ich glaube, ich habe oben etwas gehört. Oh, jetzt verarscht mich schon wieder, ne? Du willst das schon wieder versuchen? Ich meine es ernst, Sidney. Ich habe oben wirklich etwas gehört. Hast du es nicht gehört? Nein, habe ich nicht. Ich schwöre auf mein Leben, ich habe da was gehört. Ich sehe diese Dachbodenluke hier. Dachboden? Oh. Huh. Alter. Was machst du so? Das ist unser Versteck, ne? Konnte es ohne den Tritt nicht erreichen. Ohne den Tritt? Meint ihr so eine kleine Leiter oder was? Willst du nachsehen? Du bist größer als ich. Wieso gehst du nicht? Ich glaube, meine Schultern sind zu breit, um dort durchzupassen, Sidney. Aber einer von uns sollte wirklich nachsehen. Wo versteckst du denn diese breiten Schultern, Mike? Echt jetzt, Sidney? Ich glaube nicht, dass ich da durchpasse. Nimm den Tritt dort und klettere dann drauf. Ja, die meine Leiter, ne? Das hier? Ja, muss hier sein, ne? Okay. Du Sack, mach die Tür nicht zu. So, putting down. Hui. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, es ist dunkel, wie sie nichts. Ja, genau, ich kann auch Lichter machen, sehr schön. Oh Gott. Ich hab ein bisschen Bange. Oh, da ist Katze. Katze hat mich erschreckt. Katze, warum du mich erschrocken tun? Ist das hier? Hey, Kleiner, was geht? Oh, streichel, ich kann streicheln. Oh, wie süß. Na, Kleiner. Oh, wie süßer kleiner Mauer. Wie süßer kleiner Spatz. Na, du. Ja, ganz feiner, ne? Ganz feiner, ne? Ganz, ganz feiner. Oh, der ist so süß. Kann ich dem was zu essen geben? Ich möchte ihn füttern. Ich habe noch Fisch. Wir haben noch einen Fisch. Nein, nein. Alles gut. Alles gut. Gut, das war nur eine Katze. Kommst du runter? Komm runter. Komm nach unten. Komm. Was machst du denn hier alleine oben? Wieso ist eine Katze in dem Haus? Ah, der Vermieter hat doch irgendwas von einer Katze gesagt, glaube ich auch, ne? Yo, das war nur eine Katze. Sidney, ist alles okay? Was war dort oben? Sieht wohl so aus, als wärst du nicht die einzige Pussy. Ja, Mann, geil! Was meinst du damit?
Es war nur eine Katze. Oh Mann, was für eine Erleichterung. Ich hatte echt kurz Angst. Ich glaube, sie hatte Hunger. Ach ja, vielleicht können wir ihr noch etwas von dem Karpfen geben, wenn ich dich nochmal gefunden habe. Ja, Mann. Ach so. Okay. Karpfen. Kann ich das jetzt machen? Ich hab Karpfen. Yo, Mike. Katze, ich hab Essen für dich. Guck mal. Ja, ganz süßer. Ist schön. Ja, Errungenschaft, Feed the Cat. Cool. Das ist für dich, Kleiner. So. Gut, Versteckenspiel. Wenn die Augen zulassen, ne, mein Freund. Nicht gucken. Wo soll ich mich verstecken? Verdammt. Scheiße, ich hab vergessen, wo ich mich verstecken sollte. Kann ich raus? Ich entschied mich, mich im Geräteschuppen zu verstecken. Oh, okay. Danke. Jetzt weiß ich wenigstens, wo ich hin soll. Ich muss nicht gleich im Wasser verstecken. Schön bei der Kälte. Ah. Ja, kommst du, mein Freund? Du wirst mich niemals finden. Ja, genau. Jetzt habe ich noch Licht angemacht. Jetzt sieht er mich gleich. Soll ich irgendwas machen? Du findest mich. Nur über meine Leiche. Ja gut, aber eigentlich, wenn er schon rausgeht, dann ist es ein lockerer Versteck. Das Ding ist, das Spiel nimmt auch die Mic-Sounds wahr, ne? Das heißt, wenn ich jetzt gerade spreche, findet er mich dann? Bo! Okay, jetzt hat er mich auf jeden Fall. Hi. Ha! Hier bist du. Mann, hab! Hat ein bisschen gedauert, bis ich gemerkt habe, dass du das Haus verlassen hast. Alles, was getan werden muss, hat es verdient. Gut gemacht. Ich bin dran. Mach jetzt endlich diese hübschen Augen zu. Ich werde langsam müde. Sieh mal, ich verstecke mich im Haus. Wir wollten sowieso zurück. Wenn du mich findest, dann gehen wir schlafen. Jetzt habe ich ein schlechtes Gefühl. Ich habe das Gefühl, dass wir ihn gleich tot auffinden. Eins. Zwei. Polizei. Drei, vier. Grenadier. Fünf, sechs. Alte Keks. Sieben, acht. Gute Nacht. 19. Schlafen gehen. Bereit oder auch nicht, ich komme jetzt. Ready or not? I'm going to find ya. Ready or not? So, aufpassen. Wo könnte er sein? Keller? Oh, Digga. Geht immer nicht. Oh, Alter, der Keller, der ist unangenehm, ne? Ich höre irgendwas. Oder kommt das von oben? Alter, wer der schreckt mich wieder. Achso, ich dachte, der Briefkasten, ich dachte, da steht jemand. Okay. Könnte er auf dem Dachboden sein? Er meinte angeblich, er passt da nicht durch. Wäre jetzt lustig, wenn er sich da oben versteckt. Das kommt hiervon. Ah!
Alter, der Schrei, ey. Ich habe mich gerade von einem Schrei erschrocken. Nicht, dass der Dude da stand, sondern wirklich von einem Schrei. Oh. Was ist hier los? Was ist passiert? Oh, hallihallo. Wieso zur Hölle bist du schon wieder hier? Rick, wieso bist du zurück? Ich wollte den Wasserhahn reparieren. Hast du ein Problem damit? Du hättest uns was sagen können. Fräulein, das ist mein Haus. Ich muss nicht alles mit dir absprechen, wenn ich das was reparieren muss. Ich habe noch nie jemanden einen Wasserhahn mit einem Hammer reparieren sehen. Hast du schon ein paar Wasserhähne selbst repariert, junger Mann? Dachte ich mir schon, dass du das noch nie gemacht hast. Also hast du auch keine Ahnung, was für Werkzeuge man braucht, was? Ist es nicht zu spät für dich? Macht mir überhaupt keine Umstände, Madame. Ich bin nur einen Block entfernt. Hab doch gesagt, dass ich das Waschbecken bald für dich repariere. Kannst du das nicht vielleicht morgen machen? Forderst du mich etwa auf zu gehen, Fräulein? Ja. Sowas gehört sich nicht, Mann. Nein, Rick. Sie versucht nur höflich zu sein. Wir haben diesen Ferienhaus gebucht und würden es gerne auch für uns haben. Wir wollen wirklich keinen Stress und die Polizei rufen. Mike, bitte, ich regle das. Ja, mit Polizei ist jetzt ein bisschen blöd anzutun. Ihr habt keine Bullen in Woodbury, mein Sohn. Glaubst du, dass sie den Hausbesitzer verhaften, weil er den Wasserhahn reparieren will? Ich wollte nur ein bisschen was reparieren. Wenn ihr damit nicht umgehen könnt, dann ist das euer Problem und nicht meins. Weißt du was? Wenn ihr lieben Leute mich nicht den Wasserhahn reparieren lassen wollt, dann könnt ihr es auch gerne selbst machen. Bruder, das gehört sich wirklich nicht, Mann. So cool du auch drauf bist, ne? Aber das ist jetzt... Das sowas geht gar nicht. Wenn du das schon vermietet hast, dann musst du das auch den... Musst du den Leuten auch ihre Ruhe gönnen. Oh, ich habe mich gerade von einem Schrei erschrocken. Nachdem wir die Tür abgeschlossen hatten, diskutierten wir, was wir tun sollten. Wir einigten uns von Anfang an, dass etwas mit Rick nicht stimmte. Es schien so, als würde er gerne Ausreden erfinden, um unangekündigt vorbeizukommen. Am Ende entschieden wir uns, dass Rick zwar seltsam, aber harmlos war. Wir schrieben dieses Verhalten zu einem Mangel an sozialem Bewusstsein. Sieh mal, wir sind schon den ganzen Weg nach hier draußen gefahren. Lass uns das Ganze einfach genießen, sagte Mike. Aber zu diesem Zeitpunkt fühlte ich mich schon sehr müde. Ich entschied mich dazu, mich etwas hinzulegen. 11.39 Uhr, kurz vor Mitternacht. So, ich glaube, jetzt geht's los. Die Musik. Okay. Ich weiß nicht, was jetzt passiert. Ob das richtig ist, was wir hier tun. Ich kann die auch nicht anmachen. Ach, Mike. Ha, bist du noch wach? Schwierig zu schlafen, wenn jemand an der Tür klopft. Ist es okay, wenn ich reinkomme? Ich muss über was reden. Klar. Kann ich das Licht anmachen? Warum kann ich das Licht nicht anmachen? Was geht ab bei dir? Okay. Der Sturm wird immer schlimmer. Langsam kann ich den Truck gar nicht mehr in der Einfahrt sehen. Ich hoffe, Nora geht's gut. Bei ihr ist alles in Ordnung, Sydney. Mach dir keine Sorgen, ich beschütze dich. Hä? Bei ihr ist alles in Ordnung, Sydney? Mach dir keine Sorgen, ich beschütze dich. Das ergibt gar keinen Sinn. Okay. Hey, ist gar kein Problem, Männer. Männer sollen doch auf die aufpassen, die ihnen wichtig sind, richtig?
Was redest du? Das fühlt sich gerade an wie ein Geständnis. Was für ein Tag, was? Das war nicht unbedingt, wie ich gedacht habe. Dass dein Ausflug laufen wird, Sydney. Oh Gott. Ich habe wirklich so einen Lesefehler heute. Es war seltsam. Sieh dir diesen Typen an. Er wandert einfach ums Haus herum, als ob ihm die Bude gehört. Achso, die meinen Rick. Ja, die Bude gehört ihm ja. Du weißt, was ich meine, Sydney. Er soll nicht einfach hier einfallen, wenn auch immer er lustig ist. Wir haben das verdammte Ferienhaus gemietet. Da hat er recht. Ich meine, der Typ ist bestimmt harmlos, aber trotzdem bin ich durcheinander. Ich auch. Es würde helfen, wenn wir beide ein bisschen schlafen würden. Warum setzt du dich nicht zu mir, Sydney? Oh mein Gott. Die reden jetzt gerade ganz über den Vermieter, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass der Freund hier eine Macke hat, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, der geht uns gleich in die Wäsche. Hab, weißt du? Ich habe das vermisst. Uns, das, wie wir einfach nur reden. Es ist echt lange her. Weißt du, du musst heute Nacht nicht alleine schlafen, wenn du nicht willst. Oh, okay. Okay. Mike, woher kommt das denn jetzt? Du hast nichts in der Hand, kein Messer oder so, ne? Musik. Du tust so, als könntest du dich nicht mehr an unseren Trip nach Oregon erinnern. Ich weiß noch, dass es ziemlich unangenehm war. Ich erinnere mich noch ziemlich gut. Ach ja? Dann lass mal hören. Ich weiß noch, dass es ziemlich unangenehm war. Es hat aber nicht unangenehm angefangen. Mike, wir haben viel getrunken. Sachen sind passiert. Oh, okay. Nora. Da ist auf jeden Fall was passiert. Ich hoffe, dass sie vielleicht wieder passieren. Och man, Mike, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Kann ich auch mal in die gucken? Ich denke, ich wollte mit dir mal darüber sprechen. Ich weiß nichts. Lass mich mir mal die Sorgen um die Details machen, Sydney. Mike, ich glaube, jetzt ist kein guter Zeitpunkt. Bitte nicht böse sein, Mike. Die Nora hat uns geschrieben. Was? SOS, bitte? Oh, oh. Guys, I think I'm about 70 miles away from Woodbury and my stinking tire just blew out. It's snowing and I'm on the side of the road on Highway 11 near Killington. There's a sign by the side of the road. It's hard to see. I think it says Kent Pond. The snow is like half a foot deep and I can't get the lug nuts off the tire. I hate to ask, but can you two come get me? Okay, ich glaube, die hat was mit ihren Reifen. Ist irgendwie geplatzt oder sowas, ein Reifen. Jetzt kriegt sie wohl die Reifen nicht los. Ja, und sie fragt, ob jemand kommen kann, um ihr zu helfen. Ja, Mike. Oh nein, bitte, der lässt uns jetzt nicht allein zu Hause, oder? Mike. Was für ein Timing, was? Aber wir können Nora nicht einfach dort stehen lassen. Nein, können wir nicht. Wir sollten uns besser fertig machen. Nein, Sydney. Du bleibst hier und schläfst ein wenig. Es macht keinen Sinn, dass wir uns beide die Hintern abfrieren. Bist du dir sicher? Ja, ich bin mir sicher. Du hast schon deinen Schlafanzug an und ich bin noch im Straßenklamotten. Du machst es dir gemütlich und ich gehe Nora helfen. Das ist ja nett, Mark. Ich tue immer gerne nette Dinge für dich, Sydney. Bitte sei vorsichtig. Okay. Ich habe jetzt gerade kurz gedacht, der Mike wird uns gleich überfallen, wenn ich ehrlich bin. Aber jetzt, da er uns alleine lässt, oh mein Gott. Wir reden später darüber, okay? Schlaf gut und halte dich warm. Wenn du denkst, dass wir wirklich müssen... Oh, Alter, jetzt wird es unangenehm. Jetzt wird es richtig unangenehm. Jetzt sind wir allein im Haus. Mike!
Mike. Oh. Hey, wieso versuchst du nicht ein bisschen zu schlafen, während ich weg bin? Bist du sicher, dass man bei diesem Wetter fahren sollte? Naja, wir müssen ja Nora abholen. Keine Sorge, ich bin schon bei schlimmerem Wetter gefahren. Nora flippt wahrscheinlich gerade mehr aus als du. Da hast du wohl recht. Hör zu, pass auf dich auf, okay? Verschließe alle Türen. Du hörst dich an wie mein Dad. Kannst du es mir verübeln? Bevor ich gehe, wie wär's mit einer Umarmung? Ich meine, nur für den Fall, wenn du schon schlafen solltest, wenn ich zurückkomme. Ich könnte jetzt irgendwie eine gebrauchen. Okay, komm. Süße Träume. Versuchst du schlafen, Sydney? War vorsichtig, Mike. Es war eisig kalt draußen. Warte, überfahr mich. Ah, scheiße, geh nicht. Oh Gott. Oh nein. Alone. Warte mal, kann ich die Tür abschließen? Ne, ich kann die Tür nicht abschließen, ne? Das ist voll dunkel. Super, und die hinter der Tür geht auch noch auf. Oh Gott. Keller. Keller. Da pennt jemand. Okay. Irgendjemand ist bei uns im Keller. Oh mein Gott. Ich soll mich jetzt schlafen legen. Oh mein Gott. Oh. Kann ich nicht auf dem Dachboden schlafen? Am besten Zug verbarrikadiert. Oh. Scheiße, Mann. Okay, das ist jetzt unangenehm. So, der Horror fängt jetzt an. Ich sagte zu mir selbst, es würde besser werden, wenn ich etwas Schlaf bekomme. Nora wusste immer, wie sie mich aufheitern konnte, und ich hatte das Gefühl, als bräuchte ich das langsam stündlich. Da sie bald ankommen sollte, wollte ich noch ein wenig Schlaf abbekommen. 12.39 Uhr, kurz nach Mitternacht. Lädt das mal zu stehen? Warum klingelt jetzt niemand? Oh, Digga. Lass mal die Tür offen. Oh, ist das unangenehm. Jemand drin, ey. Wer ist das? Der Gedanke, dass jemand so spät noch draußen unterwegs war. Das nicht der. Ist das nicht der Typ aus... Ist das nicht der Typ aus dem Pizza? Laut, alert the hiker. Oh! Ach so, oh krass. Das ist nämlich das, was ich vorhin hatte, die Theorie, dass das Spiel Mix-Sound halt wahrnimmt. Ich habe dich dort gesehen, mein Freund. Bitte öffne die Tür, ich komme hier vor Kälte noch um. Oder... Nein, Mann. Typ ist cringe. Yo, yo, yo. Geh weg. Oder muss ich die Tür aufmachen? Alter, ich mach doch nicht die Tür auf. Ich bin doch nicht bescheuert. Scheiße, Mann. Ey, irgendjemand liegt im Keller. Jetzt geht mir der Typ noch auf den Sack, Alter. Ich geh einfach in mein Zimmer.
Ruhe lassen. Muss ihn reinlassen, ne? Hallo? Weißt du, wie spät es ist? Hör zu, mein Freund. Ich weiß, es kommt nicht so gut, wenn ich mitten in der Nacht an deiner Tür hämmere. Aber ich befinde mich gerade in einer echt schlechten Situation. Ich habe mich auf eine Mitfahrgelegenheit von meinen Freunden verlassen. Aber sie kommen zu spät und wir werden in den nächsten 2 Stunden nicht hier sein. Du kannst auf der Veranda sitzen bleiben, bis sie kommen. Ich lasse dich nicht rein. Ende der Geschichte. Du kannst... Ja. Ist so. Kannst erfrieren. Danke. Aber ich hatte echt gehofft, dass du mich drinnen warten lassen würdest, bis meine Freunde mich abholen kommen. Musst du unbedingt an diesem Haus hier klopfen? Kannst du dich bei den Nachbarn klopfen, Alter? Ich lasse dich nicht rein. Ende der Geschichte. Willst du mich verarschen? Du lässt mich hier draußen doch nicht erfrieren, oder? Ich habe dich nicht gezwungen, während des Schneesturms zu gehen. Ich dachte mir schon, dass du hier auch so eine Hure sein würdest, wie du in der Pizzeria warst. Bitte was? Meinst du, ich habe dich nicht gesehen, wie du vorhin mit deinem Liebhaber am Bach fischen warst? Ich dachte, vielleicht würdest du mir jetzt eine Chance geben, aber sieht wohl so aus, als wärst du immer noch... Alter, der stalkt uns. Unhöflich. Verschwinde oder ich rufe die Polizei. Hier gibt's keine Bullen. Wo wir gerade darüber sprechen. Ich sehe gar nicht den Truck deines Freundes hier draußen. Ich rufe jetzt die 911. Na schön. Wie du willst. Rufe ich jetzt ein? Verpiss dich, Alter. Geh. Aber lass mich dich was erzählen. Du bekommst schon noch das, was du verdienst, weil du mich hier draußen stehen lässt. Karma ist ein Missstück, mein Freund. Wohin gehst du? Ich konnte meine Augen nicht offen halten, ich bräuchte ein bisschen Schlaf. Hey, geh weg da. Was macht er da? Ja. Bruder, willst du jetzt gleich einbrechen oder was? Das ist nicht theoretisch der Eingang zu dem Raum da. Jetzt ist er eigentlich wach, ne? Hier ist immer noch abgeschlossen. Ich soll mich jetzt schlafen legen, Alter? Bist du verrückt? Oh, Alter. Ich habe das Schnarchen vorhin nicht mehr gehört. Das ist gar keine gute Idee. Oh, ist das unangenehm gerade, ne? Als ob du pennen kannst. Im Keller schnarcht jemand. Karma ist eine Bitch, da hast du recht. Ab diesem Zeitpunkt hatte ich keine andere Wahl, als nach Hilfe zu rufen. Um Rick zu schreiben. Escape um Rick. Ich glaube. Echt, sollen wir Rick anschreiben? Rick, es tut mir leid, dich nochmal zu stören, aber könntest du noch einmal vorbeikommen? Da ist jemand. Wir haben ihn während der Fahrt getroffen. Er hat gegen die Tür geschlagen und mich dann bedroht. Ich habe ziemlich Angst und ich glaube, ich hörte ihn ums Haus herumschleichen. Könntest du bitte nachsehen? Du wohnst doch nicht weit weg. Warte mal, wir haben hier noch mehr Nachrichten. SOS. Nora. Mach keinen Lärm. Nee, ist nichts Neues, ne? Okay.
Ich glaube, es wurde der Typ oder irgendwas, was im Keller da war. Auf jeden Fall der Kerl, der im Keller war. Ich glaube, dass es ein Kerl ist, ich weiß nicht. Wurde geweckt. Und der hat sich gerade den, den Wanderer geschnappt. Die Tür ist immer noch abgeschlossen, okay. Wer klingelt denn da jetzt schon wieder? Warte mal. Komme ich hier raus? Nee, ich kann. Achso, okay. Gut. Ich wollte versuchen, ob ich irgendwie um das Haus rumschleichen kann und eventuell in den Keller reinkomme. Das ist Rick. Mach die Tür auf, Fräulein. Ich bin's. Was zur Hölle geht hier vor sich? Ich kann sagen, du bist hier, Rick. Ich bin so froh, dich zu sehen. Hast du irgendjemanden draußen gesehen? Ich bin froh, dich zu sehen. Erkläre die Situation. Ja, ich kam so schnell ich konnte. Ich würde mir um ihn keine Sorgen mehr machen. Hat er ihn gerade erschlagen? Gehst du bitte weg? Gehst du bitte weg? Nein. Ach ja, wo ist dein Freund? Der Typ, der vorhin noch bei dir war. Er sollte bald zurück sein. Also bist du hier im Moment ganz alleine, was? Ja, aber mein Freund sollte bald zurück sein. Rick war im Haus. Ich fühlte mich noch immer nicht sicher, die Tür zu öffnen. Was? Wo ist der? Scheiße, Mann, das ist gerade echt unangenehm. Hallo? Stürme wie diese bringen die seltsamsten Menschen zum Vorschein. Nicht alle wissen, wann sie besser weitergehen sollten. Vielleicht hast du recht. Escape, um Nachricht zu lesen. Zurückgekommen. Was meinst du? Ich wohne in Burlington. Ich war schon seit Wochen nicht mehr im Ferienhaus. Geh weg. Nein. Es ist draußen viel sicherer als gerade hier mit dem Mörder. Okay. Ist alles okay, Fräulein? Yep. Verdammt spät, um jemanden zu schreiben, nicht wahr? Mit wem sprichst du? Es sind meine Freunde, sie sind fast da. Du bist nicht Rick, oder? Wer bist du? Es sind meine Freunde, sie sind fast da. Ist das so? Ja, du kannst wieder zurück, wenn du willst. Bist du dir sicher? Ja, ich habe einen Freebadergeld. Vielleicht sollte ich hier bleiben. Sicher gehen, dass wirklich alles in Ordnung ist. Du musst jetzt gehen. Was hast du gerade gesagt? Das ist mein verficktes Haus. Ich gehe, wann ich will. Du musst jetzt sofort gehen. Ich glaube nicht. Polizei bringt ja gar nichts. Die meinen ja alle, dass es hier keine Bullen gibt. Wenn hier jemand das Haus verlässt, dann wird es einer von uns zweien sein. Hm.
Was hätte ich jetzt machen sollen? Ist das Gespräch jetzt in die Hosen gegangen oder was? Okay. Jemand ist vor der Tür. Rick. Was hätte ich anders machen müssen? Oder muss ich irgendwie aus dem Haus rauskommen? So, er ist jetzt vor der Tür, ne? Trotz seines seltsamen Verhaltens war es eine Erleichterung. Nein, es ist nicht erleichternd, ihn zu sehen. So, was zur Hölle? Oh Gott sei Dank, du bist hier. Erklär die Situation. Ja, ja, ja. Ich sag ihm gleich stumpf direkt, ob... Also, ich frag ihn gleich stumpf direkt, ob er Rick ist. Jetzt hoch. Er wird bald zurück sein. So viel soll er auch nicht wissen. Man sieht auch schon direkt, der rastet voll aus, Alter. Oh, ich bin allein mit dieser Frau. Oh. Sie verzaubern meinen Stachel. Warte mal, ich kann ja nicht raus, ne? Ey, Mädchen, was machst du denn da? Oder muss ich vor ihm zur Tür laufen? Warte mal, ich geh mal kurz aufs Dachboden. Ich versuch mal eben... ob es irgendeinen Ausweg von hier oben gibt. Wahrscheinlich eher nicht. Okay. Ich muss ja gleich auf jeden Fall... Wir haben zwei Verstecke. Wir haben einmal ein Versteck im Keller und wir haben einmal ein Versteck... hier. Was ich machen könnte, genau, ich könnte gleich zum Keller laufen. Also wenn er uns anfängt zu jagen. Rick war im Haus. Ja, das ist er. So, ich mach schon mal die Tür auf. Er muss gleich dahin. Kann es sein, dass er da gepennt hat in dem Raum? Wir haben ja erfahren, dass er nicht der echte Rick ist. Stellen wir diese, haha. Ja, ist okay. Aha. Jetzt kommt er. So. Komm, hau ab, Mann. Ja. So, jetzt muss ich die Fresse halten, Leute. Ganz kurz, ne? Ich bin ein bisschen neugierig gerade. Ich will da reingucken. Wir gucken da rein, okay? Hä? Hä?
Ja, ist okay. Scheiße. Okay. Ich habe gedacht, der ist jetzt rausgerannt oben. Ich habe nicht gedacht, dass er sich dahinter versteckt. Gut. Jetzt haben wir auf jeden Fall erfahren, dass er da in einem Keller gewohnt hat. Schon mal gut zu wissen. Jetzt... Moment mal, ich muss... Ja, die Einstellung machen. Ich weiß gar nicht warum, aber jedes Mal, wenn er neu startet, muss ich nochmal die Einstellung einstellen. Ich habe vorhin auch, wo ich beim Angeln neu gestartet habe, muss ich das auch machen. So, im Keller verstecken. Ist auch sehr geil, dass es wieder von da anfängt und nicht von Rick. Hat ich sehr gut gemacht von, Fears to Fathom, von Rail. Also dem Studio Rail. So, jetzt Fresse halten. Ich glaube, ich bin jetzt in einem Raum drin, oder? Nein! Bin ich jetzt safe? Wir sind wegen unserer Freundin gestorben. Scheiße. Oder weil ich gesprochen habe, eventuell. Ich weiß jetzt gar nicht. Alter, das ist doch ein bisschen härter jetzt. Das Ende. Man weiß halt gar nicht, was man machen soll, ne? Die Sink. So. Nicht raus. Kann ich denen nicht eine Nachricht schreiben, Alter? Junge, da habe ich das Handy dabei und die schreibt denen keine Nachricht von wegen, ich bin in Gefahr oder so. Ich weiß auch gar nicht, ob ich raus kann. Steht da. Hab die Katze gehört. Katze! Hi! No translation found for... Okay, ein Translator...
Übersetzungsfehler. Ich habe gerade mit den anderen Gästen am Telefon geredet. Ich habe 911 angerufen. Okay, der hat die Polizei geholt. Hi, mein Süßer, ne? Du beschützt mich, ne? Du bist mein Brother. Okay, ist er jetzt abgehauen? Weil wir haben ihn ja gerade hier unten gesehen, der hat so hochgeschaut, ne? Danke, dass du... Erstmal schön die Tür eingetreten, ey. Ich glaube, wir haben es geschafft, wegen der Musik jetzt, die hier gerade läuft. Auch eine schöne Melodie. Alter. Mikey, Nora! Ich erzählte ihnen alles, was passierte. Was passiert war, nachdem Mike gegangen war. Rick hatte die Polizei gerufen. Der Sturm hatte sich ein wenig beruhigt, als sie ankam. Und natürlich, der Typ war nirgendwo zu sehen. Ja, das ist natürlich klar. Ich hoffe, der ist nicht entkommen. Ja, wahrscheinlich doch, eher. Keiner weiß ja so genau, wer er war, ne? Die ganze Nacht spielte sich immer wieder in meinem Kopf ab. Wir dachten, dass der Mann, den wir sahen, insgeheim in der Hütte lebte, wenn sie nicht benutzte. Er hat im Keller gepennt, haben wir mitbekommen. Und plante uns während unserer Aufenthalt auszurauben. Aber die Polizei dachte, dass der Mann noch andere Ambitionen hatte, als uns nur auszurauben. Ja, ich glaube, dass der was mit uns vorhatte. Also dem Mädel. Auf jeden Fall. Rick fragte mich, wie der Mann aussah und stellte nach keine weiteren Fragen mehr. Wir glaubten, dass er mehr wusste, als er zugab. Aber am Ende gab er uns unser ganzes Geld zurück. Wohlverdient. Survivor! Wir haben Episode 5 überlebt. Oh, war ein cooles Game. Hat Spaß gemacht, fand ich. War sehr cool. So, da ist die Falltür. Sind das die Cops? Ja. Mike auch stumpf erstmal die Tür aufgetreten, die Eingangstür. Gut, ja, das war Fears to Fathom Episode 5, Woodbury Getaway. Auch eine coole Episode, fand ich. Hat Spaß gemacht. Gegen Ende auch sehr, sehr krass. Auch atmosphärisch sehr gut. Thank you for playing Fears to Fathom. Danke für Fears to Fathom, das Spiel. Wirklich, danke Rail Studios. Einzige, was mich gestört hat, die deutsche Übersetzung war ein bisschen, ja. Also nicht immer, aber es gab ein paar Stellen, da hat man das Gefühl gehabt, entweder war der Text nicht zu Ende übersetzt oder irgendwie ein bisschen strange übersetzt. Also gab so ein paar Fehler auf jeden Fall. Aber sonst, das Game selbst war cool. Hat Spaß gemacht, fand ich sehr geil. Was mich so ein bisschen traurig macht, ist die Tatsache, dass wir jetzt wieder ein Jahr auf die nächste Episode warten müssen. Weil ich glaube, dass der vierte Teil letztes Jahr im Oktober kam. Und jetzt kam er ja am 12. raus, ne? September. Also gestern quasi. Ja, wir spielen es übrigens am Freitag, den 13. Auch eine geile Zeit ausgesucht für ein Game. Horror-Game. Gut. Ja. Das war Fears to Fathom Woodbury Getaway. Geil. So, dann bedanke ich mich fürs Zusehen, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Würde mich sehr drüber freuen. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Let's Play wieder. Ciao, mach's gut.